Ja, willkommen zu einem weiteren Video. Wir müssen jetzt einmal eine Schablone machen, damit wir diesen Innenbereich dann mit Styrodur füllen können und zuschneiden können. Ich nehme da jetzt normales Zeichenpapier, das ich jetzt auflege und zusammenklebe. Ein Bleistift und jetzt ziehen wir da einfach am Holz entlang so ein bisschen nach innen, nicht viel, aber eben, dass das so halbwegs gerade ist. Oder halt genau mit dem Holz übereinstimmt. Das ist ein bisschen zu klein, da müssen wir improvisieren. Schauen, dass wir das mit dem So, da haben wir wieder Führung. Nicht so einfach, wie es ausschaut. Also es hat dann, hätte einen Vorteil, wenn man ein bisschen längeren Bleistift nimmt. In dem Fall. Dass ich auch gemerkt habe, dass man da bei den Kanten oder eben wo die Blätter zusammenkommen, wo man zeichnen muss, dass man da auch extra nochmal verklebt. So. Ich meine, es muss jetzt der Meisterwerk sein und an Genauigkeit, weil das kann man dann immer noch so. Gut. Wenn wir das haben, holen wir uns das da wieder raus. Wir haben es ja nur miteinander verklebt und nicht auf die Dings verklebt. Also müsste das jetzt eigentlich gehen, dass man das rauskriegt.
Und trotzdem Vorsicht, das reicht gleich durch sie. So. So. Passt. Sehe ich da gerade. Kleben. Da werden wir auch noch kleben. Passt. Ja, jetzt haben wir eine Schere und jetzt schneiden wir schön nach dem, was wir angezeichnet haben, aus. Jetzt haben wir das erledigt. Die Schablone halten wir jetzt da mal. Nehmen wir da her. Da haben wir einmal eines dieser Stirodor. Jetzt schauen wir mal, was wir da rausbekommen. Glätten drin, weil das geht ja verkehrt. So. Passt. Es geht hier gerade ums Arzt aus, aber da haben wir dann fehlt unser Stück her. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Wichtig ist, dass wir da auf einer Seite sind wir mal bündig. Passt. Sehr gut. So, das zeichnen wir jetzt an nach dieser Schablone. Die Schablone können wir jetzt zusammenlegen, die braucht man noch. Tun wir dabei zur Seite. Passt. Und jetzt da, wie ihr seht, haben wir da Dings. Das müssen wir jetzt dann ausschneiden. Und das werden wir mit dem Cuttermesser machen. Cuttermesser waren im Angebot beim Baumarkt. Haben wir gleich mehrere gekauft. Also das war so ein Dreierpaket. Mit dem können wir das jetzt schön ausschneiden.
haben wir die Runde dann noch. Und dann schauen wir mal. Da putzen wir schnell das raus da. Schauen wir mal, ob die erste Lage passt. Da haben wir schon ein bisschen ein Problem, sehen wir. Okay. Das können wir jetzt nachschneiden ein bisschen. Passt. Und dann noch ein bisschen wegschneiden. So, okay, da kriegt er noch ein Teil weg. Mal schön gleich rausputzen. Da kriegt er noch ein bisschen weg. Wie gesagt, immer die Hand weg, wenn man da schneidet, weil schnell was weggeschnitten. Der erste Teil ist da mal drinnen, ne? Sehen wir es, passt jetzt da. Jetzt sehen wir auch schon, okay, ja, da müssen wir es so ausputzen. Moment, dann haben wir noch, sowieso noch mal rausnehmen und ankleben, anleimen, passt. Gut. Was man jetzt sehen kann, ihr noch nicht, aber das zeige ich dann mit den anderen Kameras, sobald die aufgeladen ist. Da sind wir schon fast eben. Und da muss man natürlich auf die Höhe da kommen, wobei da ja noch sowieso ein Berg kommt. Und da sehen wir auch, da gehört fast noch ein ganzes Stück dazu. Und das müssen wir dann mit einer Schrägen herunter machen. Aber die erste Platte haben wir mal drin. Ja. Das wollte ich euch zeigen. Wie das jetzt dann weitergeht, das kommt dann in dem nächsten Video.